Schon erstaunlich, was Sie hier für Kapriolen schlagen. Werden jetzt etwa wir auch noch zur Schwesterpartei der CSU gemacht? Oder was soll das werden? Denn schließlich hätten Sie ja auch, der Herr Laschet, in Berlin entsprechend Einfluss nehmen müssen, um diese Maut vorweg zu verhindern. Aber offensichtlich haben Sie es nicht geschafft, Herr Laschet, das zu tun. Und was machen Sie jetzt? Jetzt stellen Sie sich hier allen Ernstes hin und gerieren sich auch noch als der Robin Hood der Grenzregion. Ja, der ist verhindert. Also, es ist schon ein Witz. Sie sind, wenn überhaupt, der Sheriff von Nottingham, ein Vasall des Mautkönigs Dobrindt, der hier diese Maut erst ermöglicht hat. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Und diese Maut, die bleibt und ist eine Murksmaut. Und ich werde Ihnen nicht ersparen, die wesentlichen Gründe dafür noch mal zu benennen. Nämlich, erstens, es ist auch Ihre Maut. Es ist die Dobrindt-Laschet-Maut, ist es ganz genau. Sie ist nämlich erstens, sie bringt keinen substanziellen Beitrag dazu, dass wir wirklich in unserer Infrastrukturfinanzierung weiterkommen. Zweitens, die Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen und in den Grenzregionen werden belastet, finanziell und mit zusätzlichen Verkehren. Und drittens, dem Einzelhandel, der Gastronomie und dem Tourismus wird hierdurch geschadet. Ich erspare Ihnen nicht, nochmal nacheinander kurz darauf einzugehen. Die Murksmaut ist auch eine Minimaut, weil, meine Damen und Herren, die Einnahmen, die hier prognostiziert sind, aus unserer Sicht jedenfalls zu hoch angesetzt sind. Oder, Herr Laschet, woher wollen Sie denn tatsächlich das nehmen, dass 700 Millionen Euro tatsächlich aus dieser Maut eingenommen werden? Das ist jedenfalls die Prognose, die Sie hier annehmen. Denn es ist doch sicher, dass Ausweichverkehre entstehen werden, gerade in den Grenzregionen, Herr Laschet. Gerade in den Grenzregionen wird es doch Ausweichverkehre geben, um gerade diesem Wegezoll zu entgehen. Das wird ja die Realität sein. Und deswegen wird es ja auch noch von Ihnen forciert. Es sind ja doch sogar die Bundesstraßen rausgenommen. Deswegen wird der kleine Grenzverkehr zum großen Grenzverkehr und zu Ihrem Verkehr, meine Damen und Herren. Diese Ungleichbehandlung auch von deutschen und ausländischen Kraftfahrzeugen wird auch rechtlich sicherlich nicht unproblematisch sein. Und wir dürfen gespannt sein, ob die Variante der elektronischen Vignette tatsächlich geeignet ist, Kosten zu sparen. Ich denke mal, aus datenschutzrechtlichen Gründen wird es eher das Gegenteil sein und die Kosten insgesamt noch erhöhen. Kurzum, das Kernziel, was Sie hiermit verfolgen, mehr Geld einzunehmen über diese Maut, wird deutlich verfehlt und Straßen und Brücken ist damit nicht geholfen. Meine Damen und Herren, es wird vielleicht in Folge sogar dazu führen, Herr Groschek hat das angedeutet, dass man versucht, noch mehr Geld darüber zu generieren, ohne dann die erforderlichen Steuerentlastungen herbeizuführen. Und es ist ja auch denkmöglich, dass das europarechtswidrig erklärt wird, diese Maut. Ja, und was ist dann? Es wird gesagt, dass die Steuerentlastung rechtswidrig ist, nicht etwa die Mauterhebung. Und dann bin ich mal gespannt, wie Sie das wieder hinkriegen können. Unsere Nachbarn, die Benelux-Staaten, werden auch die Maut nicht ohne Reaktion lassen. Da können Sie doch sicher sein. Sie werden nicht nur diese Maut beklagen, sondern sie werden auch eine Rachemaut, Revanchemaut oder wie man sie immer nennen will, sicherlich auch einführen. Und dann zahlen nämlich wieder genau wir auch, die in die Niederlande oder nach Belgien fahren wollen, wieder dort auch eine zusätzliche Maut und werden belastet. Dieses Wettrüsten ist eigentlich für unser gewachsenes Europa unwürdig und wir sind wirklich dabei, wieder in eine Kleinstaaterei hineinzufahren. Schlussendlich erwarten nicht nur wir, dass Einzelhandel, Gastronomie und die Tourismusbranche auch unter dieser Maut leiden werden. Das gilt nicht nur für die Grenzregion, sondern auch für ganz Nordrhein-Westfalen. Denn schließlich werden sich auch die Niederländer überlegen, ob sie tatsächlich ein Eintrittsgeld von 10 Euro bezahlen sollen oder eine Jahresvignette von bis zu 130 Euro bezahlen wollen, um dann ins Zentrum nach Oberhausen zu fahren, zum Weihnachtsmarkt nach Dortmund oder an andere Stellen. Hier werden die Wegezölle auch bestimmte Entwicklungen verhindern und das ist nicht positiv. Meine Damen und Herren, es gibt also gute Gründe, die von Ihnen ja so unterstützte Maut, Herr Laschet, abzulehnen. Die Alternativen liegen auf der Hand und wir haben sie ganz klar benannt, Herr Lindner. Wir haben sie auch schon vor der Sommerpause benannt, Ihnen sogar angeboten, mit uns das gemeinsam zu beschließen. Von wegen, dass wir hierzu geschwiegen hätten. Im Gegenteil, wir haben ganz klar benannt, welche Alternativen es gibt auf Grundlage der Beschlüsse, die Bodewig-Kommission beschlossen haben und andere. Haben wir unseren Schwerpunkt darauf gesetzt, auch die Lkw-Maut auszuweiten. Wir sind zumindest froh, dass jetzt ein Prüfauftrag einhergegangen ist,
mit den Beschlüssen des Kabinettes. Aber da sind wir bei weitem noch nicht am Ende angelangt. Deswegen rate ich Ihnen sehr dringend, doch mal unseren Generalantrag aus September noch mal zu lesen. Da steht ist alles drin, dass wir eine Ausweitung der verursachergerechten Maut haben. Wir wollen eben diejenigen, die unsere Brücken und Straßen stark in Anspruch nehmen, auch dazu herangezogen werden. Aber da verweigern Sie sich ja, wir nicht. Deswegen arbeiten wir weiter.